Chloe get into a fight? She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Ray, Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an diesem Tag falsch verhalten hat. Und wenn Sie mich fragen, ist Marissa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich des Mobbings schuldig gemacht hat. Vielleicht wäre ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, bevor jemand die Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule, ich kümmere mich um meine Tochter. William Price. Richtig so. A voicemail? I wonder if it's still there. Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Art von Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht in Blackwell haben wollte. Wir klären das versprochen. Ich liebe dich auch. Nachricht von da. Ich hatte vergessen zu erwähnen, Mrs. Rogers rief an, während wir gestern weg waren. Und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter. Aber sei bitte vorsichtig, wenn du sie dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mithört. Wir müssen herausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, der Direktor sagt, ihr Stipendium ist nicht in Gefahr. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich liebe dich. Sometimes I really wish I had siblings. Hi Aaron. Ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur nochmal Danke sagen, dass du ihn mir leist. Es erweckt Wunder. Er ist zwar nicht unser Traumhaus, aber jetzt kann ich immerhin die richtige Farbe haben. Falls du nächstes Wochenende vorbeikommen möchtest, um mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sag Linda Hallo von mir, William. No. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Von Portland nach Phoenix. Klasse E, Sitz 15C. 22.04. um 14.25 Uhr. Chloe is such a nature nerd. I bet she's Grand Canyon. Oh, das ist cool. Chloe's parents are so cute. Ich will ja nicht sagen, aber irgendwie erinnern die mich richtig hart an Juliet und oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Auf jeden Fall sieht Joyce sehr hart aus. Wie Juliet. Wo ich ihm kurz gesagt habe. Das dachte ich mir schon irgendwie immer, wenn ich dieses Foto gesehen habe. Und William wie der eine Junge aus der Schule. Nur ich weiß gerade echt nicht mehr, wie der heißt. The two whales makes the best Belgian waffles. No other diner could even come close. I don't think I could ever handle a real life murder investigation. Zollbrook, ein Oliver Sharp Kriminalroman. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Nicht schlecht. It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. Das Zertifizierungsprogramm des Acadia College für Frühpädagogik. Machen Sie den ersten Schritt, seien Sie der erste Schritt. Frühpädagogik ist der erste Schritt zum lebenslangen Lernen, Abendunterricht verfügbar. Wenn es das ist, was du tun willst, organisieren wir es irgendwie. Weh.
Ach man. I wonder if I'll ever take this view in again. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. No. What a friend. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't care. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. Oh, sie werden aber noch. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend my night here so often. Well, I used to. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. Aber das Handtuch kennen wir. Kann ich runtergehen oder? Oh, warte, warte. It's not my Chloe's room has always been home base. Hard to think this might be the last game we ever played. Kann ich runtergehen? Schade. Ja, ihr fällt mir. Ja, ja. Okay, dann gehen wir erst das Amulett holen. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. There it is, the dark cavern. Crap. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. I'm sure I can find something around here to boost me up. Ja, das ist ja ziemlich schwer zu finden. Maybe this will make me tall enough to reach. Wir haben ja nicht so eine Stange hier irgendwie. So wie irgendwie immer alle. Immer noch nicht hoch genug. It's a start. I gotta find something I can stack on top of it. Hier mein Werkzeugkasten. It seems like Chloe's dad always has a project around the house. Ah. This won't be big enough for me to reach, but maybe I can stack things on top of it. Bauen wir mal ein bisschen hier oben. Almost there. I just need a few more inches. Okay. Ich wette, dass es im Badezimmer sein wird. Oder auch nicht. Kann man nicht den Werkzeugkasten nehmen? Wieso denn nicht? Oder können wir die Bücher mitnehmen? Ah. Ob das so hält? Ich weiß ja nicht. Should be stable enough. Besides, what's adventure without a little? Ja, okay. Wenn du das sagst. Bitte kipp nicht um. Oh, hat geklappt. Alles gut. Awesome.
There's a ton of stuff up here. How will I ever... There it is. Of course Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. The amulet looks kind of cool from the side. Dann, let's go. Das ist voll cool. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ja, das ist voll cool. Ich liebe es. No Sharpie boob jobs. Schade. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality from. I remember it took this thing like 100 years to rewind the land before time. I can't get through with this chair. Na dann, adieu. I think I can squeeze through now. Alles klar. Irgendwas irgendwie übersehen oder? Nee. Gut, dann let's go. Das sieht schon cool aus. Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. Yeah. I remember this. Chloe refused to get another goldfish after she had to flush Calico Jack. No. That's full of decorations Chloe made when she was 5. She thinks they're embarrassing, but I think they're cute. It's a good thing I'm big and burly. Otherwise, moving this furniture would be kind of difficult. Keep it moving, desk. Ow. Crap. Das ist typisch. Das ist einfach typisch. To move that cooler, but this desk is in the way. Wieso kann ich das ziehen? Ach so, ich glaube, ich verstehe es. One step closer. Das ist einfach. Oh, I remember when Chloe and I decorated. More like a destroyer. Gut, dann können wir eigentlich das Ding jetzt dahinter schieben. Können wir jetzt den hier rausziehen? Glad this thing is empty. Und jetzt nochmal ziehen. Ich nehme den Kopf dagegen. Okay. Sehr gut. Gut, dann weiter. Gottes Willen. Was ein Puzzle. Yes, we did it.
Kannst du irgendwas hier? Nee. Oder Wind. A fitting reward for a journey full of treasures. Got you. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Chloe Price, my best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And... yeah. Das stimmt. Haha, I have you now, Skellywag. Man, I'm gonna miss her. Are you just watching me up there, Creeper? You are one of a kind, Chloe. What? I'm lucky you're my best friend, that's all. Damn right you are, you mushy weirdo. Did you find the amulet? Awesome. Now get your ass down here, we have treasure to find. On my way. No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me walk the plank. Gut, aber dafür gucken wir doch ein bisschen uns hier um. All I'm saying is, I've never broken my wrist taking a picture. Ja, das stimmt. I'm really gonna miss Price Family Barbecues. Ach man. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Sehr gut. I never understood why it's called a Jolly Roger. How jolly can you be if you're dead? This thing looks so much smaller than I remember. I can't believe Chloe still has it. Actually, after this morning, I can. Glider swings. The best way to simulate a storm on the high seas. I wish I could freeze this moment and never have to leave it. Hey, Chloe. Yar. Land ho. Wunder. Perfect. Ach man. Die Zeichnungen. I still wish I could live in the world we drew.